Ihr seid ja so still heute. Ist irgendwas los? Nee, nichts ist los. Das ist es ja gerade. Wir haben Langeweile. Langeweile? Meint ihr so ein Gefühl der Lustlosigkeit, landläufig auch bezeichnet als kein Bock? So in etwa. Du tust ja gerade so, als würdest du das gar nicht kennen, Langeweile. Doch, doch. Langeweile? Klar kenne ich das. Wo ich sogar schon mal im depressiven Ozean war. Ich sagte, im depressiven Ozean. Ja, depressiver Ozean. Ist denn das? Die langweiligste Gegend der Welt. Der einzige Ort auf Erden, wo eine solche Langeweile herrscht, dass sogar das Wetter einpennt. Und mitten im depressiven Ozean lag die melancholische Insel. Deren Bewohnern war so langweilig, dass sie ständig eingeschlafene Füße hatten. Als Hobby-Weltverbesserer wollte ich den armen Melancholen natürlich helfen. Glücklicherweise hatte ich einen in Einzelteile zerlegten Freizeitpark an Bord. Den habe ich aufgebaut. Und tatsächlich, es klappte. Die Melancholen waren begeistert. Ihre Langeweile war wie weggeblasen. Man ernannte mich glatt zum Vergnügungsminister. Ich ahnte ja nicht, welch dunkle, unheilvolle Entwicklung ich in Gang gesetzt hatte. Was denn? Red schon, Opa. Langweile ich euch auch nicht, Kinders? Ich würde mir sonst Vorwürfe machen. Quatsch, weiter! Na schön. Bald schon waren die Melancholen so vergnügungssüchtig geworden, dass ihnen ihr Alltag jetzt doppelt so öde vorkam. Darum erfand ich den Alltag mit Eventcharakter. Statt langweiligem Zähneputzen gab's jetzt Bungee-Schrubbing. Die Mahlzeiten nahm man in der Ultra-Wildwasser-Geister-Multimedia-Spaßbahn zu sich. Das Amüsieren ging rund um die Uhr. Eine Weile funktionierte das. Sogar vom Weltraum aus sah man die Insel wackeln. Klingt gut. Super. Von wegen. Jetzt wurd's doch erst richtig schlimm. Was denn nun schon wieder? Ganz einfach. Bald langweilten sich die Leute schon wieder, weil sie sich so an das ganze Gedöns gewöhnt hatten. Sie waren unzufriedener als zuvor. Und natürlich gaben sie mir, ihrem Vergnügungsminister, die Schuld. So sind die Leute. Immer sollen wir, die Politiker, an allem schuld sein. Und? Wie bist du da heil wieder rausgekommen? Da gab's nur eins. Ich riss den ganzen Vergnügungsschnickschnack wieder ein. Das schmeckte den Melancholen natürlich erstmal gar nicht. Doch dann zeigte ich ihnen, wo die wahren Abenteuer stattfinden. Im Kopf. Bald wurde aufs Hemmungsloseste fabuliert, spintisiert, imaginiert und erfindisiert. Seitdem war den Melancholen nie mehr langweilig. Die können sich heute gar nicht mehr daran erinnern, was Langeweile ist. Heute heißt ihre Insel Glückliches Eiland, vorbildlich genutzter Lebenszeit. Das ist alles? Einfach nur da sitzen und sich Geschichten ausdenken? Mein Motto, Geschichten erfinden kostet nichts und verschmutzt nicht die Umwelt. Wie die Geschichte von, sagen wir mal, von der melancholischen Insel? Mal überlegen, im depressiven Ozean? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Hallöchen! Geht jemand mit in den Vergnügungspark, Leute? Nö, viel zu langweilig. Nicht mit uns. Das wird aber bestimmt abenteuerlich, sage ich euch. Mag sein, aber die wahren Abenteuer sind hier drin, Hein. Hier drin? Also, das ist doch... Nee, glaube ich nicht. Also, bei mir ist da überhaupt nichts. Nee, gar nichts ist da. Nie was gewesen. Und wäre ja auch noch schöner. Was soll denn doch bitte schön drin sein? Also nee, hätte ich doch schon mal gemerkt.